So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder ein LOL Surprise Magazin. Das offizielle Fan-Magazin. Nummer 3 für 3,99 Euro, also 4 Euro. Was gibt's dafür? Ein LOL Surprise? Na, Kalender. Eigentlich ein Weihnachtskalender, aber da fehlen ein paar Zahlen. So, jetzt hatten wir natürlich eine langjährige Abonnentin. Wirklich nette, sehr, 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 sehr nette Abonnentin. Mich gefragt, ob ich mal die Bälle aufmachen kann. Ich habe ihr natürlich auch schon geantwortet. Im Moment, den ich sie weiter abgeben könnte, wenn sie auf sind. Es dauert noch was, bis die damit spielen darf. Aber trotzdem, ich werde den nächsten paar Bälle öffnen, wenn ich aus dieser, ja, ich sag's mal so, die Billigläden, paar Bälle bekomme. Die sind ja auch immer wieder ab und zu drin, weil es geht wirklich alles ins Geld. Und wenn man die Produkte nicht selber verwenden kann oder eben die Produkte jemanden geben kann, der sie gebrauchen könnte oder auch mitspielt, tut mir leid, dann ist es im Moment nicht so. Es dauert noch was, aber trotzdem werde ich demnächst mal ein paar aufmachen. Versprochen. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt um das brandneue und aktuelle LOL Surprise Magazin. Mit einem Kalender. Für mich ist das ein Kalender. Mit 6 Türen. Was da wohl dahinter steckt, schauen wir uns natürlich gleich mal an. Aber jetzt natürlich erstmal blättern wir in das Magazin drin rum. Und hier, ach, guckt mal. Da ist die Auflösung doch schon. Kette, Button, Sticker, Kettenanhänger. Okay, das ist wohl wahrscheinlich alles für die LOL-Figuren. Plüschtiere. Aber malen, malen, Rätsel malen. Puzzle hier zum Ausschneiden. Auf Pappe. Da sind die LOLs. Hier sind auch. Ah, Rätselspaß. Rätsel, Rätselspaß. Muss man sich natürlich mit die Geschichte auskennen. Ach, da sind sie. Da gibt es ja so viele verschiedene Sorten, habe ich gesehen. Große Teddys, kleine Teddys, Plastikfiguren, sowas ähnliches wie Barbie und so weiter. Also ist es doch ganz schön viel, was es da gibt. Haben wir, ach, zwei Poster und hier ein Poster. Ah, würde ich aber ausmalen. Was haben wir hier? Ach, Fehlersuche. Fällt mir sofort was auf. Hier hat die Katze ein Auge zugekniffen. Hier nicht. Rätsel, Rätsel. Rätsel, Rätsel. Und dann kommen wir schon was zum Ausschneiden. Dann ist es meistens die letzte Seite. Nein, doch noch nicht. Ah, Nagellacktipps. Müssen die Damen ja auch schließlich machen. Sternzeichen, Rätsel, Foto rein zum Kleben. Das war's. Also, das ist das brandneue und aktuelle LOL Surprise Magazin Nummer 3. Wie gesagt, für 4 Euro. Und diesmal gibt es dabei so eine Art Kalender, aber wir haben jetzt gerade schon gesehen, was da drin ist. Mal gucken, das sind wohl für die LOL-Figuren Plüschtiere. Ich weiß nicht, wie groß die sein müssen, um das eben... Ah. Dass es passt. Hier haben wir so ein Haarband. Süß. Hier Nummer 2 haben wir. Eine Kette. Ja, der ein oder andere weiß es. Ich muss immer Plastik testen. Das ist leider so. Und das kam mir jetzt so schon komisch genug vor. Aber es ist einfach nur ein rosanes Herz. Aber ist sofort abgegangen. Entschuldigung. Entschuldigung für alle Fans da draußen. Drei. Drei. Drei ist leer. Mal gucken. Vier.
Leer. Ist bestimmt alles eins tiefer gerutscht. Ah, hier haben wir nämlich die Aufkleber. Dann haben wir hier drinne die Metallkette. Genau das gleiche Herz wie hier, bloß eine andere LOL-Figur drauf. Hier ist es eben eine Kette. Und hier ist es so eine Art Schnur. Die Nummer 6 sind dann auch zwei Stück bestimmt drin. Einmal ein Button. Ja, die hat man ja früher immer auf der Jeansjacke gemacht. Ohne Ende, ganz viele hatte ich früher auch mal. Da gab es aber noch andere Demos und Musik und hast du nicht gesehen. Da hatten wir die drauf. So, jetzt haben wir zwei Schleifen, unterschiedliche Farben, ein paar Sticker, ein Button, eine Kette mit Herz in so eine ist Kette, Metall, Blech, dann einmal eine Schnur, wo auch ein Herzchen dran war, was ich leider beschädigt habe. Aber das Ganze findet ihr natürlich in das brandneue und aktuelle LOL Surprise, das offizielle Magazin Nummer 3 für rund 4 Euro. Ihr schreibt mir jetzt einzelne Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Habt ihr es vielleicht selber schon? Und dran denken, irgendwann komme ich an die Bälle günstiger dran. Dann mache ich das auch, versprochen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt erst was von LOLs hier unter das Video verlinken, sicher, bequem, auf jeden Fall günstiger zurzeit auch, weil andere Preise ja viel höher steigen. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare und das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.